Heute muss ich noch einmal etwas Schönes erklären. Schau mal, wie das schön lebend, das ist wie Korallmuschel. Das ist wahrscheinlich nicht sehr kostbar, aber ich weiß es nicht. Aber es ist sehr liebevoll. Also diese schönen Korallen wie Perlen und die schöne Qualität der majestätischen Gottheit, die so einen Menschen so in dieser Perfektion des Beseelten aufstrahlen lassen kann, beleuchten kann, anleuchten kann, verstehst? Und wenn ich diese indischen oder afrikanischen oder auch südamerikanischen Gruppierungen von so schönen Kindern, die zum Beispiel beim Spiel oder beim Tanzen beobachtet werden oder beim Wassertragen oder wenn sie eingeschult werden, dann schaut das, wenn sie so eine schöne Koordination haben und so einen schönen Glanz, einen reinen, schönen, so milchig, das schaut so schön aus, dass man ja fast geneigt ist, ein bisschen eifersüchtig zu sein, verstehst? Servus! Zum Beispiel, wenn man so schöne Menschen sieht, aus dem südamerikanischen Raum, aus Asien und aus, was weiß ich, verschiedenen Kontinenten, dann neigt man sogar zu sagen, boah, ich würde dankbar sein, dass ich zum Beispiel so schöne Menschen um mich vorfinden könnte. Ich habe nur gesagt, manche Menschen sind so schön blendend schön in Asien, gell, die Kinder an den Schulen und in Afrika. Und dass ich da fast schon manchmal eifersüchtig bin, weil wir in Westeuropa so viele unfreundliche Menschen auch vorfinden. Gell? Und ich hätte so lange gebetet, 33 Jahre, ich möchte so ein paar nachkommen und bin sehr brav gewesen, tugendhaft. Gell? Und da sage ich, da wird man manchmal auch beneidet, wenn man was Schönes hat, schöne Kinder, drei zum Beispiel. Und obwohl man sie gut erziehen möchte, gell? Warte, ich zeig's dir gleich. Willst du es sehen? Danke. Warte, ich mag noch die Kirche, das wir sehen. Das ist St. John im Felde. Santo Giovanni Campo. Ach so. Ja, das bilde ich noch ab. Warte.